gerne die Streams offen haben, ne? Aber... Moin, moin. Gut, dass ich das mit in meinem Stream hat. Moin. Gut, dass ich noch nicht live bin. Ich auch irgendwann. Gleich. Monte? Ich glaube auch. Ja, Spielsucht TV 88 ist es dann eher, oder nicht? Hey Lightning. Okay, hallo. Our festival campers sind are live. Going to get very wet this season. But on the bright side, these new seasonals should be great. Hör gar nichts. Bitte wieder A4 oder A3. Ein bisschen Roastbeef, Hühnchen, eine Pizza. Ist die Pizza für dich und mich? Oha, Geschenk. Geschenk in einer Scheune. Was denkt ihr, was ist es? Oh, gar nichts. Ist... Nicht? Ich habe ja die ganzen Sachen noch gestern mit Randoms gemacht, ne? War lustig. Horizon Tour complete. Ah, immer noch der Bug. Ja, Bugs. Bugs fixen, ne? Da brauchen die immer ein Momentchen. Ja. Die sind so auf Gleichteilbeat. Machen wir demnächst mal, ne? Wir nehmen erstmal die Bugs wahr, bald, und dann fangen wir an. Warum meiner schon? Aber ich hab wohl was verpasst. Sagt man was? Mal was? Ja, Mario Bart ist auch da. Das würde ich jetzt als Beleidigung sehen. Also beides.
Das wäre die ultimative Beleidigung, oder nicht? Eigentlich schon, ne? Geht noch schlimmer, denkst du? Wie das denn? Ja, vielleicht doch zum Beispiel. Bayerisch. Würde ich auf einer Stufe die Dinge zählen. Österreich. Ist ja quasi dasselbe eigentlich, oder? Ey, zähl Bayern mal nicht zu Österreich, ja? Flofdorf ist kein Österreicher, lass ihn. Ich will trotzdem nichts mit Bayern zu tun haben. Du wohnst unter Bayern, mhm. Ja. Was machst du jetzt? Ja. Er fährt über Italien. Ich glaube auch. Und dann nochmal kurz durchs Saarland. Ich starte auch mal den Stream. Ja, auf jeden Fall. Ja. Sonst verliert man sich noch im Familienstammkreis. Oh fuck, ich hab alles verstellt. Alles verstellt, Digga. Tommy, was soll das? Hab ein bisschen mehr Grip als mein Zurück. Zurückspulen an, Schaden aus, Idealine aus. So, ich müsste jetzt auch live sein. Gucken, ob's läuft heute. Bin ich schon mal gespannt. Sass. Incoming Cardos! Kann ich dir nicht beitreten? Ist klar. So läuft das also. Das merke ich mir. Also merke ich mir nicht, aber na, du weißt, was ich meine. Ja. Die Altherren. Echt bald den Bot ausmachen. Da wird jeder noch spielsüchtig. Ja, du brauchst endlich mal hier Kanalpunkte, dann können wir damit spielsüchtig werden. Das fühle ich aber auch richtig, diese Wetten mit Kanalpunkten. Aber man merkt wirklich, das ist einfach wie spielen, ne? Also wie Casino. Ja, mega nice. Ja. Wie 48 Meilen. Ja gut, die sind ja auch alle reich, ne? Fahren. Ich bin nur 48 Mal gefahren. Sämtliche 49 reicht. Sämtliche Streckenspielzeuge. Also diese Foto-Challenge. Ich meine sicherlich nicht, dass man alle Streckenspielzeuge, oder? Das ist die sämtliche. Selber alleine, ne? Ohne Mitspieler. Erstmal hoffen, dass die KI alles nimmt und dann die so blockieren. Dann noch nicht viel. Oh nice, free spins. Und was sehe ich?
45.000 und 10.000. Okay. Das Casino hat keinen Bock. Meinst du? Extreme oder? Nee, einfach nur schrecklich. Okay. Natürlich sind die auch nicht übereinander, sondern Paulino. Das war gar nicht Apex, oder? Was war das? Nee, Rush. Ach, das ist ja Rush. Bumm, ne? Ja. Da wurde gerade im Kreis rumgefahren. Schätze ich mal. Sag. Wenigstens Dritter geworden. Sack. Wenigstens 30. geworden. Ja. Immerhin nicht letzter, ne, sag ich mal. Das geht halt irgendwie gar nicht. Musst du schon einfach das letzter verlassen. Üben, überleben lassen. Genau. No. Ah, jetzt nur ein beliebiges Streckenspielzeug. Ah. Mainpage. Ja. Mainpage. Ja. Weil ich mich genauso schlecht ausdrücken kann, deswegen kann ich dich Mainpage. Deine Aussage nachfolgen. Ja, ich auch. Oh, sieht das hier anders aus? Ja, ne? Die haben das geschmückt, ne? Warum geht's dir das jetzt? Ja, mein Gott. Guck mich nicht. Richtig wild. Editor bekommt neue Sachen jetzt mit jedem Update. Also, Editor bekommt die Sachen, die mit dem Update reinkommen. Ach so, der Streckeneditor. Ja. Okay.
cool. Ah ja. Fotomodus ist gefixt. Inwiefern gefixt? Ist nicht mehr dieses... Also, der Tag schreitet nicht mehr vor, wenn du im Fotomodus bist. Ah, okay. Nice. Das sieht irgendwie cool aus. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Wir haben... Ja, okay, dann warte ich erstmal. Arcade können wir machen. Prüfung können wir machen. Meisterschaft. Ja. Brauchen wir bestimmte Autos für, ne? Warte, du brauchst einen GT... Crossbow GT4 dafür? Das ist ja wack. Das kann gut sein, ja. Ach, gibt's ansonsten auch neue? Ja. Welt im Wandel. Ah, okay. Ja, es gibt welche, die sind jetzt... Die bleiben jetzt drin. Und es gibt welche, die sind nur diese... Serie. Diese Heat-Dinger. Die wechseln sich. Das Heat-Logo einfach darstellen gefühlt. Von den Farben. Ich zeige auch ihren Respekt für ein Spiel, das gestorben ist. Er ist nett. Muss man sagen, ne? Hypercars S1. Für den Sprung. Habe ich doch gesagt gestern. Nein. Ich blick so langsam nicht mehr durch, ne? Ja. Über diese Wandelteile kann man auch nicht noch filtern. Was ist das? Neu? Das ist ein neuer Sprung auf dem Flugfeld. Frag mich, ob die geplant haben, einfach im Nachhinein solche Sachen noch reinzutun oder ob einfach zu wenig da war. Ja, haben sie geplant. Haben sie gesagt. Wir haben das Spiel extra so aufgebaut, dass man im Nachhinein mehr machen kann. Aha. Was Spielwelt angeht, was Stunts angeht, was Events angeht. Ich bin echt mal gespannt wegen dem DLC. Also, Expansion, wann die mal kommt. Hallo, ein bisschen ja, hallo. Hallo.
Hallo. Ja, ich kann nicht mitspielen, mein Spiel ist jetzt zu 50% runtergeladen. Mhm. Ja, dann kannst du auch gerne wieder gehen, ne? Oha. Spaß. Oha. Ja, so war schon sehr ernst gemeint, aber das kann man ja jetzt nicht einfach so sagen, ne? Das wäre fies. Wie soll ich meinen Stream nennen, weil ich bin immer noch nicht unbenannt. Nenn ihn einfach Stream. Ah, 60 von 56 Errors. Moin. Was hast du für einen Titelnamen? Was? Okay. Natürlich, Digga. Ja, natürlich. Ey, die Quick-Version funktioniert. Er redet natürlich über Drogen. Ja, ich rede über Crack. Du bist einfach zu gut, Digga. Meine Fresse, warum ist das Spiel so laut? Warum bist du so laut? Ich gar nichts gemerkt. Damit wollte ich das verdient, Vorzahn. Was hast du verdient? Dass das Ziel hinter mir spawnt. Moment. Armes Floch doch. Das geht ziemlich schnell heute, oder nicht? Egal. Ja, eher habe ich den Titel Fastest Fest Bands? Fragezeichen. Oh, das ist lang. Ja. Ist wahrscheinlich, ne? Aber ist ja auch mal eine nette Abwechslung, ne? Was war das? Classic Rally C oder B? Oder B? Areas fügen sie auch hinzu. Ah ne, B700. Ein Cybercards. Gibt's sowas? Ah. Nee, gar nicht.
Ah. See. I see where this goes. Ja, aber I see. You. Yeah, ich krieg eine Menge Autos, die ich hab. Yeah. Die Rampe ist echt scheiße gebaut. Hier ist doch nicht scheiße. Ich bin nur scheiße gefahren. Das macht Fake News verbreiten. Diesen DiBerti Toyota Tacoma bin ich auch noch nie gefahren. Einmal, ja. Bin voll vercheckt irgendwie. So einige Autos, die ich noch nie gefahren habe. Denkt halt nicht so. Da muss mir mal Videos angucken. Autos, die du fahren musst, unbedingt fahren musst. Es gibt dann schon öfters mal gute Videos ab. Mit Autos, die wirklich ganz geil sind. Zum Beispiel CCGT auf S2. Ich kann halt nicht alleine denken, deswegen muss ich mir Videos angucken. Ja, krass, ne? Lass mich raten. Braunschweig ist auch gut auf Aachen. Nein. Keine Ahnung, den hat er nicht gesagt. Da hat er nichts zu gesagt. Das ist mein Lieblingsauto. Macht er überhaupt Videos? Er ist Johnson. Er macht Videos. Ich weiß. Hat er nicht irgendwie so einen Job und hat keine Zeit mehr für irgendwas? Achso, ja, okay. Warte mal, 9? Mir rufe, dein PC läuft. Warte mal. Kann man überhaupt so viele Punkte bekommen? Wie das Ziel ist? Oh, nochmal Horizon 5 Intro spielen, juhu! Ja, man hat ja als Ziel 50 Punkte. 53 Punkte. Kann man so viele überhaupt bekommen? Hier mit Lino. Mit Dope natürlich Drogen. Ich bin doped, deswegen. Und er wohnt auf dem Mond, deswegen darf er das da rauchen. Da gibt's keine Drogengesetze. Oh, Digga, was laggt denn mein scheiß Cringer? Ich könnte mich umbringen. Aber kein Bock auf Facebook zu gehen. Erstmal FA5 von Anfang an spielen, juhu!
Wie kann ich diese Scheiße fixen, frage ich mich. Ich kann für langweilig. Ja, ganz besonders. Der Stream nimmt so viel Leistung weg. 50% GPU, wie kann das überhaupt sein? Oh, ich sehe gerade nochmal das Info von Apple 5. Irgendwas läuft doch falsch. Aber damit kannst du doch gar nicht online spielen, oder? Nö, das juckt mich ja nicht. Hä, willst du nicht mit uns spielen? Nee, ich lade gerade das normale FF5 wieder runter. Dann habe ich es gestern wieder hinbekommen, Flop zu sagen. Ah, ja, Flop. Aber trotzdem habe ich den Crack. Ja, Flop ist smart. So, und jetzt habe ich halt die Crack-Version noch auf dem PC und die werde ich wahrscheinlich einfach nur benutzen. Ja, dann passt zum Mod aber trotzdem auf, ne? Ja, schon klar. Modde die Version halt einfach tot. Wenn du es irgendwie hinbekommst, gebannt zu werden, dann wird auch so, dass Lino auch gebannt wird. Das wär nämlich lustig, okay? Das wäre einfach lustig. Aber dann wäre Flucht aber auch gebannt. Ja, das wäre einfach mega lustig. Und ich am besten auch einfach, ohne dass du meine Daten hast. Das ist einfach lustig, keine Ahnung. Das wäre einfach geil. Ja, ich pass genau. Die Crack-Version ist die Crack-Version ja. Läuft über ist die Steam-Version. Also, dann ich denke nicht, dass da was mit Microsoft Software ist. Dann kann Anton nie wieder. Aufwand. Ja, kann Anton nie wieder. Genau, das ist voll lustig, weil der bringt sich dann schneller um. Ja, was? Nicht auf Facebook streamen, nein. Twitch Screen, ja. Full Screens macht er dann. Oh nein! Also, sobald er. Warte mal, ist Anton 13? Ja, ne? Keine Ahnung, wie alt er ist. Der ist, glaube ich, 13 und mit 13 darf man auf Twitch streamen. Ah, der ist ein Jungspund. Darf man auch mit 13 in Pool, also Pool Streams machen oder erst ab 18? Man darf mit 13 nicht mal auf Discord. Ja, aber auf Twitch. Das darf man mit 13. Wie viele Jahre ist denn bitte Discord? 18. What? Kommt immer auf das Land an. What the fuck? In Österreich ist es, glaube ich, ab 16. What the fuck? Deswegen Discord noch. Ja, weil Flocht auf 16 ist, genau. Guter Kampf. Da gab's Discord noch nicht mal, hä? Glaub ich. Keine Ahnung. Boah, nee, das bockt nicht. Ja, doch. Ende 2016? Anfang 2017? Ich hab keine Ahnung, wann es Discord gab. Ja, so 2016. Ja, gut, dann kommst du hin. Aber ich glaube, selbst für Discord geht man nicht freiwillig nach Österreich. Ja, das ist nicht so der Punkt, ne? Ja, deswegen gibt es ja Discord und ist auch so beliebt. sonst wäre es überhaupt nicht entstanden. Weil wenn es eine gute Plattform gibt, dann kann man die nicht ablösen. Das funktioniert nicht. Steam Call ist auch wild.
Steam! Steam wäre die Alternative. Oh, die Qualität war gar nicht so schlecht aus dem. Es sieht halt nur komplett scheiße aus. Nicht benutzerfreundlich. Scheiße, aber es ist eigentlich schon so okay. Genau. Im Grunde genommen genau das. Genau. Digga. Wie kann Firefox so viel GPU ziehen, wenn ich den Player sogar extra ausmache? Ich mache ihn aus, so extra dafür. Weil ich will trotzdem meine Sachen hier sehen. Mache ich mir halt überall ein Pop-out für, damit ich die Sachen trotzdem mitbekomme. Lost, Digga. Einfach nur lost. Was? Wie kann OBS 70%? Was? 75? 80? Es ist komplett broken, Alter. Macht gar nichts, OBS ist aber noch scheiße. Weil jetzt zieht's auch noch nach 30. Komisch. Weißt du, und dann steht er, ja, es ist alles überlastet. Ja, warum wohl? Junge. So, jetzt kann ich auch endlich weitermachen. Dankeschön. So. Wegbereiter, unbegrenzte Buggies. In welche Richtung geht der? Westen. Du mit deinen Himmelsrichtung immer. Süden, nein, das andere Süden. Also nicht Westen, sondern das andere. Nicht Osten, sondern. Genau das. Osten! Wenn einmal die Erde verletzt, dann einmal das Sonnensystem verletzt. Ich hab den Crossbow. Aber niemand hat gefragt. Oh. Spaß. Wir sind Neider. Er hat wirklich keinen Schatten. Heat Edition. Das Licht im FFP auch schon geblinkt? Ja, glaube schon. Ja. Dauerhaft? Generell, das Spiel hat sehr gut funktioniert eigentlich, wenn man jetzt so. Wieso hat es dauerhaft geblinkt? Es blinkt dauerhaft. Ja, also FA5 funktioniert nicht so gut. Vielleicht regnet es ja die ganze Zeit. Das ist vielleicht unsichtbarer Regen, ne? Komm mal, 10 Sekunden. Bei 10 Sekunden muss ich mindestens haben. Achso, Buggies. Kein Buggy.
So ein F-150 ist kein Buggy, ne? Vor allem der Pre-Runner. Wir sind gut drauf. Den hast du da. Hast du da irgendwas geschlagen gerade? Ach so. War es wenigstens eine Frau, was? Also jeder 3D kriegt jetzt. Es gibt nur 13-Jährige, die entweder FIFA spielen, Minecraft spielen, Fortnite oder Valorant. Wenn nicht, dann gibt's nicht. Wenn die 14 werden, dürfen die auch wieder was anderes spielen. Ah, sind die 13? Ich glaube, die sind eher 8. Und die 19 sind, die sind 8. Einfach die. Mal nicht der Standard Forza Wing. Also Wheel Spins, ne? Die bocken richtig, Alter. Blaue Jeans Shorts. Geil. Ja, ich habe halt keine Ahnung, wie ich diesen scheiß Crossbow bekommen soll. X-Bow meine ich. Ich habe alle anderen PR-Stunts gemacht. Ich müsste halt noch Eliminator machen. Horizon Parade und weiter. Die Sachen, die wir machen. Deswegen frage ich mich, ob ich das alleine machen. Ob man überhaupt darauf kommt. Was? Forza-Turm. Ja. Deswegen frage ich mich, ob man da überhaupt so viele Punkte bekommen kann, weil wo? Uiuiui, ui, ui, ist das ein Schiff. 15? Ist irgendwie wenig. Na ja, gut. Läppert sich dann, ne? Was muss man denn hier machen? Weiter. Alle vorweg. Ich wollte nichts machen. Ja, da ist eine Kante rechts, ne? Wenn du die blöd triffst. Ah, überall. Bin ich dich schon gefahren? Weiß ich auch nicht. Nö. Bin generell noch viele Drift-Autos, Formula-Drift-Autos am gefahren irgendwie. Ich muss mir mehr Videos angucken. Bizarre fahre ich auch. Gibt's auch neue Drift Zone? Nein. Oh. Das ist das Einzige, was es durch andere Gemasterns gibt. Doch, es gibt eine neue. Oder ich habe die noch nicht gemacht.
In Stream hieß es, es gibt keine neuen. Mulig. Oder wie auch immer, Mulige. Wie Mulig. Ja. Okay, ich hab die einfach nie gemacht. Ich hab noch nicht alle PR-Stunts, ne? Noch nicht alle PR-Stunts, irgendwie. Was, auf der Autobahn? The fuck? Bin irgendwie ganz... Bin ganz komisch, was Alpha 5 angeht, irgendwie. Ich hab so viel noch nicht gemacht. Ja, aber dann starte ich das Spiel und frag mich, ja, was soll ich noch machen? Langweilig. Na, das ist alles gar nicht auf dem Schirm. Ich muss mir mehr Videos angucken. Du musst diese Mission spielen. Ja, wie spielt man Forza? Wie hat man Spaß mit Forza? So Wiki-Ho-Tutorial, wie man Spaß hat. Ja, also Gefühle erklären einfach. Trailblazer, und da ist ein bisschen 177. Aber Trailblazer kann man ja quasi unendlich bringen, ne? Irgendwann ist die ganze Map voll mit Trailblazern, die irgendwo hinführen. Ein bisschen voll. Ja, irgendwann ist die ganze Map nur noch mit Trailblazern. Ja, also, egal wo du bist, es führt irgendwo hin. Ja. Ich sag's so, wie es ist, ne? Die müssen mal die Map größer machen. Ich hätte nichts dagegen, wenn so ein Expansion Pack auch mal einfach so eine Map-Erweiterung wäre, ne? Wenn die wirklich dann so irgendwo dran ist. Aber es wird halt eher nicht so passieren, ne? Apropos Probleme wird es ja auch nicht machen, ne? Aber. Halt auf Xbox wahrscheinlich. Enjoy. Wie du machst da Cage. Wie Junge? Du machst 31er oder was? Junge, ey, ehrenloser Mensch. Warum bist du so nett? Isetta. Geil. Ah, Toyota 4Runner, stimmt. Hä, warum keine 100 Kilometer mit dem fahren? Oh Gott, Alter, den kann man ja gefühlt quasi nicht richtig fahren. Obwohl, ja, geht schon, aber... Ja, ist ein bisschen anstrengend. Die müssten mal machen, keine Ahnung, mit einem... Huracan, Performant oder so, 100 Kilometer fahren. Das machen die Leute sowieso. Die 8-8 Piste, oder? Wie meinst du?
Ja, achso. Ja. Die Blitzer sind auch beschmückt. Eigentlich finde ich das ja nice, ne? Mit der Deko und so, aber ich weiß nicht. So, fertig. Würde es irgendwie mehr fühlen, wenn man mehr Leute hier trifft. Das sind echt wirklich andere Spieler. Ganz komische Server-Struktur oder Technik. Ja, ja, ich und Floftoff haben ja, oder Floftoff und ich, ja, haben in Streams reingeguckt und da waren gefühlt irgendwie immer 20 Leute, so. Ja. So richtig viele Leute sind da so random einfach langgefahren. Da, wir denken uns so, ja, okay, bei uns nicht. Ja, toll. Man muss ja auch ehrlich sein, man hat gar keinen Bock auf die Leute, weil die eh komisch sind, ne? Am besten. Also wenn die irgendwie einfach normal, hätte man auch mal Bock mit denen rumzufahren oder so. Oder? Man hat es einfach, man denkt einfach, das sind alle komisch, ne? Ich würde halt so extra Multiplayer-Lobbys fühlen, wo man so richtig reingehen muss und dann ist man auch nicht geghostet, so, ne? Da hätte man das auch nicht, dass man, dann würde man auch drauf Bock, also darauf auf Bock haben, so, auf die Leute. Dann geht man da rein, um halt mit anderen zu spielen, so. Hier wird man ja gefühlt gezwungen, online zu spielen. Lässt man auch einfach das Spiel direkt. Nee, also ich bin gestern auch mal rumgefahren, um diese Stände da kaputt zu machen. Diese Marktstände. Und Digga, irgend so ein Random verfolgt mich so und hupt mich die ganze Zeit an, Alter. Ich denk mir so, was willst du, Digga? Also ich fahr schon weg und so, schüttel den ab und er kommt trotzdem. Rafft auch gar nichts. Vielleicht wollte er ein Auto dran. Ja, nee, nee, ja. Ich glaube auch. Ja,
Ach, Leno. Warum? Eine Sekunde. Digga, ich hatte gerade richtig hart das Gefühl zu niesen. Okay. Komm vom Koksen. So. Piastans alle abgeschlossen. Flotter, willst du in die Kolonne kommen? Nerd gar keinen Moment. Nein. Er gibt zwei Momente. Anderthalb. Aber sehr, ne? Anderthalb. Oh, anderthalb. Auch gut. Wie okay, dann komme ich sofort. Wie lange dauert ein Moment bei mir eigentlich? Das kommt drauf an. Willst du mich einladen, oder? Ich hab dir schon mal eine Einladung geschickt, das finde ich jetzt frech. Ja, schon mal irgendwann, vor drei eben. Jahren. Und bei der Xbox-App funktioniert das Einladen ja auch so. Ja, ja. Das ist dein, der M400 sieht schon wild aus. Das ist dein Problem, wenn du es nicht schaffst, anzunehmen. Ich freue mich ja schon auf den 488 GTE, muss ich zugeben. Der irgendwie geht das nicht mit diesen Fähigkeitspunkten. Als ob ich jetzt immer 2 Minuten oder länger brauche, verstehe ich nicht. Ja, dann lade mich halt nicht ein. Ich hab dich eingeladen, Digga, was willst du? 100.000 was will die Xbox App? Ach so. Ich sollte auch mal lesen, ne? Ja, was hast du denn gemacht? Hast du Fähigkeitspunkte noch? Ja gut, ist auch bei dir. Weil 100.000 in Dingens habe ich noch nie gelesen oder gesehen, sowas. Drift Zone, irgendwie komisch. Ja, in 2 Minuten, das ist komisch. Ja, ja, so. Irgendwie so weird. Ah, der Vorsaumflügel geht ja voll. Dann so, ja, 3 Sterne oder so. Hm. Worauf? Auf dem Muster. Ich dachte, der serienmäßige. Ja, ich habe aber gedacht, weil ich habe im Stream nicht unten auf die Teilliste geachtet, sondern dachte, der Serienflügel wäre der Vorsaumflügel. Oh. Und der andere wäre ein Aftermarket. Aber ja, sieht doch eigentlich ganz nice aus. Ja, es sind alle drei Optionen eigentlich nice. Find ich. Ja. Aha, findest du. Find ich, ja. Du darfst auch eine Meinung haben. So, womit wollen wir denn anfangen? Mit dem Rennen. Mit dem Rennen? Ja, den neuen Rennen. Das große Rennen. Ja, das Rennen da. Ach so, Horizon Parade. Ja. Es gibt auch noch Trial und die andere Meisterschaft, falls es dir nicht aufgefallen ist. Und das ist ja, das große Rennen. Das ist ein Show. Das ist kein großes Rennen. Das ist nicht mal ein Rennen, das ist ein Showcase. Das ist kein Showcase. Kannst dich anwählen. Irgendwas anderes ist das. Das ist irgendwas dazwischen. Ist das nicht eine Expedition? Nee. Ein normales Rennen, aber umgebaut für diese Dinger, die man da fährt. Aha. Geht das nur solo? Oder ist das wieder der Bug? Der Bug? Na, okay, nee, geht nur solo. Sad. Oh. Wollen wir das dann trotzdem erst machen oder soll ich uns für Dings anmelden? Prüfung. Lass uns das erst machen, ne? Hä? Wir sind doch jetzt in der Kolonne. Dann können wir doch auf Sachen machen. Parade ist dann ein guter Abschluss, weißt du? Okay. Melde ich uns für ein Trial an. Und das Trial ist... Alter, ich habe gerade alle Symbole auf der Map wieder angemacht und habe erstmal gar nichts mehr gefunden. Erstmal einen Schlaganfall bekommen. Ford Focus B700. Ach du Scheiße, was?
Heavy. Ja, Ford Focus, alle anscheinend. Ich hab nur... Egal, let's go, passt schon. Ich hab keinen, glaube ich. Ja, doch, den 2.9er RS. Serie. Ah, wird schon für die Karriere reichen. Ganz weird. Doof, dass man aber auch nicht nach Fokus sortieren kann. Man muss echt nach allem sortieren, finde ich, oder? Also nach Mustangs könnte man schon sortieren. Nach Evos, Imprezas, Mustangs, also Mustangs 911er. Mustang könnte eine eigene Marke werden. Hi Emil. Hi. Hi. Warum biegst du jetzt ab? Weißt du, ich hätte so cool vor dir rauskommen können aus dem Krempel ein. Dann biegst du einfach ab. So, ja, juckt mich nicht. Ich hab dich gar nicht gesehen. Nur gehört. Einfach falsch abgebogen. Ja gut, hättest du mich da gesehen, wäre es auch komisch. Bei der Fahrt erstmal in den Wald reinstarren. Macht man doch so. Achtung, fertig, Fokus. Ready, step, Fokus. Time spent in first place, 36 Stunden. Das ist mehr als viele Leute Spielzeit. Ja. Warum hat das so schnell geladen? Ja, weil Forza lädt auch schnell, oder nicht? Naja. Naja, wenn kein Xbox One da ist, geht. Ja, also. Wer hat das falsche Auto? Among Us. Ding, 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 ding. Among Us. Du fährst das falsche Auto. Naja. Fokus. Aha. Ich möchte dir freudig verkünden, dass du aus KCG entfernt wurdest. KCG? Okay. Das andere mit K und 3. Ich glaube auch. Ich lade dich zu KCG ein und dann wirst du aus KCG. Oh nein. Aha. Ey Patrick, möchtest du einen Job? Du bist gefeuert. Fokus ist so ein Beispiel, dass Grün einfach nicht zu einem Auto passt. Wow. Bei dem geht's, finde ich. Dass Grün zu einem Auto nicht passt, so an sich, meinst du? Okay. Ja. Oder zu dem Auto. Grün ist einfach keiner Autofahrer, finde ich. Huracan? Das Auto bei der Grünen so. Sad Huracan Noises. Grün sieht auch nicht gut aus mit Grün. Hat. Sorry, Domin. Ja, gut, das ist halt deine Meinung, ne? Aber die respektiere ich nicht. 911 GT3. Dann magst du wohl einfach Grün nicht. Ja, ich mag Grün, aber ich mag's nicht auf Autos. Ich mag Grün nicht auf Autos, ja. Ich mag Gelb nicht auf Autos. Aber wenn ich, egal welches Auto in Gelb sehe, sieht es eigentlich doch ganz gut aus. Außer die Mercedes. Die Mercedes sieht in keiner Farbe gut aus. Oh, jetzt auch. Hab ich dich verweigert so? Kann aber sehr sehr. Mag Gelb generell nicht. Magst du irgendwelche Farben? Ja. Schwarz. Farbe ist egal, Hauptsache schwarz. Ja. Henry Ford. Gelb. Geht so. Gelb ist irgendwie keine Farbe für irgendwas. Dann sehe ich so. Also gelb okay. Kann entweder nice aussehen oder Banana Car. Ich mag lila.
Braun ist so eine Farbe, die finde ich nicht auf ein Auto passt. Also es gibt ganz, ganz wenige Beispiele, wo ich finde, dass es okay aussieht. Aber mal modern. Ja, es war mal modern vor 80 Jahren, als es eh nur schwarz-weiß gab. Ja, war es modern, jetzt ist es nicht mehr modern. Ich meine, früher war ja eh alles schwarz und weiß. Deswegen ist. Ja, aber keine Ahnung. Also, gerade so, wenn ich bei uns CRV zum Beispiel gab es in so einem Braun oder auch Jazz. Das sieht einfach beschissen. Also. Ja, gut, weil es braun, aber. Es sieht halt echt einfach schlecht aus, finde ich. Vor allem dann, wenn du noch so Plastikteile hast, weißt du? Wenn zumindest alles lackiert ist, aber... Wenn ich an Braun denke, denke ich so an diesen Opel Corsa aus Underground 2 in Braun. Wobei der 350Z ja auch braun war, standardmäßig, was gar keinen Sinn macht. Gab's denn überhaupt einen Braun? Fucking Braun? Ich meine, das ist orange, aber das ist ja kein Braun, Digga. Du die da vorne noch genug? Ich versuch's. Generell die Outputs und die Standardfarben in Underground 2 waren so weird irgendwie. So einfach random. Ja, komplett random. Generell die Farbpalette war komplett random. Nicht so geordnet, einfach so, ja, such mal die Farbe, die du haben willst. Okay. Gibt's irgendein Auto, was den Braun gut aussieht? Ich finde auch zum Beispiel den McLaren GT, den wir haben, der ist ja auch in so einem Braun, oder nicht? Ich finde, das sieht auch Aston Martin kacke aus. Aston Martin war... Ist auch bestimmt irgendwas in Braun. Oft. Kann mir gut vorstellen, oder? Zumindest einfach, also orange, ja. Also nicht? Also nicht standardmäßig, aber... Ja, ich weiß, was du meinst, aber... Nicht? Keine Einfahrt. Braun ist sowieso eine kritische Farbe. Irgendwie. Ganz komisch. Oder auch so Karamell und Cremefarbe. Das sieht auch irgendwie gut aus. Ja. Werden jetzt als Vorführwagen bekommen, ein HRV, den neuen. Weißt du, in weiß, schwarz, grau und so sieht der an sich gut aus. Aber der ist in so einem Beige. Alter, niemals. Das sieht absolut kacke aus. Also es gibt ja Autos, die in Beige gut aussehen, aber der... Nee. Beste Autofarbe ist und bleibt Hot Pink. Aber Rot geht, finde ich, echt oft eigentlich. Dafür, dass es so abfällig ist. Geht fast immer. Ja, er ist ja auch deswegen ja auch so die erste richtige Farbe, die beliebteste richtige Farbe. Abgesehen von Schwarz, Weiß, Grau, Anthrazit, Silber, Hellsilber, Dunkelsilber. Man muss irgendwie sagen, dass Rot auch schon so ein bisschen so ein Kontrast ist, so eine Kontrastfarbe, so wie Schwarz oder Weiß irgendwie. Ist auch nochmal so ähnlich. Sehr auffällig, aber es geht halt irgendwie trotzdem. Ja, du siehst halt noch mehrere Autos, damit es fällt nicht so auf. So, guck mal nach draußen, dann siehst du sehr viel Schwarz, sehr viel Weiß. Rot, siehst du noch ein bisschen was, da fällt es nicht so auf. Und wenn du dazwischen ein grünes Auto hast, vor allem so ein helleres Grün, das fällt dann richtig auf. Blau größer als Rot. Blau ist immer weg. Ja. Aber ich würde jetzt nicht pauschal sagen. Blau sieht immer besser aus als Rot. Sieht so nicht ganz so hart aus. Aber Blau und Rot gehen eigentlich auch auf fast jedes Auto. Oh, nice. Hä? Ich hab den... Was? Hä? Wie hat... Was? Geh? Was? Ich hab den Ziel-Checkpoint verpasst. Was? Stonks. Luca eigentlich. Wahrscheinlich, weil er das Spiel am Enjoyen ist. Der ist gerade dieses Meme, wo der Typ sich so an die Wangen fasst. Ist die ganze Zeit am Rumschreien und deswegen kann er nicht reden mit uns.
weit rum, weil er schon gebannt wurde. Sitzt in der Ecke und ist einfach so komplett down. Ach, Digga. Beim Runterladen schon gebannt. Ein Rennen nur? Hä? Was? War es nur ein Rennen? Nö. Nö, wir laden doch gerade ins andere. Hä? Bei Flofdorf kriegt so die andere Psychose. Hä, Flofdorf ist... Hä? Ach so, ja. Flofdorf, ich lade nirgendwo rein. Flofdorf darf nicht mitmachen. Ja, nee. Stungs, hä? Okay. Ich hab doch nur den Ziel... Weil du nicht durchs Ziel gefahren bist. Sollen wir dann rausgehen? Ja, würde ich mal sagen. Ja, ich auch. Danke. Ihr schafft das schon, Teammates. Die denken sich auch, was sind die bescheuert? Erste Rennen gewonnen und dann gehen sie raus. Ja gut, jetzt wenn wir eher los im Konvoi sind, können wir auch erst die Parade machen, oder? Ja. Love Parade. Ich verstehe nicht, was ich dem Spiel getan habe. Was, ein frecher Bub? Hä? Das ist eine Meisterschaft! Hä? Ja, ja, aus einem Rennen. Und bei Flopflop läuft everybody. Ich glaub's ja nicht. Kann auch mit dem Showcase release. Ach du Scheiße, wie das aussieht. Allein der Ladebildschirm, Digga. Geht ab. Ach, Scheiße. Was ist denn los? Viel Spaß beim Überholen. Lass uns das Rennen noch gleichzeitig starten. Ja. Also gleich nicht einfach auf Start Race Events, sondern kurz warten wir es alle. Also, ich brauch noch ein bisschen. Ich bin soweit. Digga, what the fuck. Da muss jetzt noch die nahe Kamera nehmen. Also siehst du nichts mehr. Starting Grid. Jay, Frankie, William, Katja, Tegan, Alex, Sierra, Antonia, Pablo. Pablo? Charles, you're winning Tristan. Easily. Die fahren bei mir auch mit. Ich glaube tatsächlich diesen Gesetz, wenn ich so drüber... Wo ist Jamin? Jay. Wo ist denn die Parade? Tulum und. Tulum. Ekbalam. Ja, ist ja Tulum, ne? Ja, Digga, ist ein Tempel. Pferd. Ja, ist Mexiko halt, ne? Ready. Auf Solo und dann schon mal draufdrücken oder wie jetzt? Ja, du kannst reingehen. Nur gleich, ach so, wenn du in dem Start Race Bildschirm bist, dann. Hey, warum ist das eine Meisterschaft? The coconut nut is a big, big nut. Ey, dieses Auto, Alter. If you eat too much, you get very fat. Ist das überhaupt eine Kokosnuss da oben drauf? Nein, das ist ein Dino. Was? Was? Wo ist das ein fucking Dino? Siehst du doch rechts in dem Auto. Das ist ein Dino, also, mit dem Helm auf. Ich wäre dann ready, ja. Okay. Alle ready? Ja. Ja. 3, ja. 2, 1, go. Hallo, ah, ja, und jetzt siehst du. Dieses ganz andere Bild. Oh, warte, erst ein Bild machen. Erst ein Bild machen. No cars in shot, perfekt. Ah, oh, schade. Warum ist da dann ein Fotoding jetzt da drüber? Weil die trotzdem als Fahrzeuge irgendwie weiter werden, die nicht fotografiert sind, aber du kannst sie nicht fotografieren, weil er die nicht trackt oder sowas war das. Oh, ich lande auf einem LOL! Nach dem Rennen kann übrigens ein Bug mit der Kamera passieren, wenn es noch drin ist. Okay. Das war im Livestream nämlich. Ich denke nicht, dass sie da noch irgendwas da weg haben. Waren wahrscheinlich auch die ersten Playtester, aber. Alex ist schnell. Autsch.
Das war ein Haus, das ich eigentlich platt gemacht hätte. Aua, ich kann neu starten. Der ist irgendwie so ein bisschen Wreckfest-Vibe, muss ich sagen, mit dem Auto. Noch so ein paar fahrende Dixie-Toiletten dazwischen und vielleicht noch so ein Schulbus, ein Rasenmäher. Noch ein Doppeldecker. Das wäre ja irgendwie geil, ne, wenn so Demolition-Derby-Autos reinkommen würden, die so ein geiles Schadensmodell haben. So wie bei Grid, so nebenmäßig. Ja. Ich meine, in The Crew 2 kam ja auch so ein DLC noch, wo du dann Demolition Derby hattest. Aber es ist halt The Crew 2, ne? Deswegen. Das hatte viele Ansätze, die gar nicht mehr so schlecht sind. Aber echt, viele Ansätze, auch Ansätze. Viele Updates bekommen, auch viele Sachen, aber es ist halt am Ende immer noch The Crew 2. The Crew 2. Weit hat sie eher einfach nur mittlerweile den Heat geschaffen, dass es nicht das schlechteste Rennspiel der letzten Jahre ist. Oh, Microsoft muss Dingens aufkaufen, Ubisoft dann. Wird es besser. Microsoft muss einfach alles kaufen. Ja. Dann noch EA. Wenn Ubisoft noch Microsoft noch Ubisoft und EA kauft, dann. Ja. Ah ne, der Kamerabug wurde gefixt. Ich meine, EA hat ja erst Codemasters gekauft. Würde Codemasters auch noch dazu gehören. Eins, Bit. Oh Mann, was ist los? Nochmal neues. Was machst du denn? Bleib entweder in unsichtbaren Kampen. Los, Digga. Ja, Profi. So, ja, du bist doch vorne gestartet, oder nicht, Frucht? Ja. Ja, siehst du? Pussy-Modus. Und so einer nennt sich Forza-Profi. Ich werde Forza-Profi genannt, okay, das ist gut. Nein, du nennst dich selber so, du stellst dich so vor. Ja, eigentlich. Hallo, schon. Mein Name ist Forza Profi 123. Nee, hallo, Forza Profi Modding 1. Profi 345. Ah. Ich hab ein AMG FE. Ja. Okay. Ich hab ein Opel Vectra. Ja, das finde ich eigentlich schon lit, halt so ein Mercedes zu haben. Oh. Ja. Oh. Ja, aber Luca, ich dachte, jeder Mercedes ist kacke und. Ja, Mercedes ist ja auch kacke, aber ich will jetzt einfach die Autos, die man so sich bekommt. Ja, aber das heißt, du bist ja eigentlich schon so ein Mercedes-Fanboy und magst jeden Mercedes. Ja, beste Mann. Ah, aber den Wagen gibt's also. Und warum kriegt man den dann nicht? Eben. Warum sollte man den kriegen? Achso, ja, okay. Hast recht. Aha. Intelligent. Ey, aber irgendwie hatte ich dann doch recht, dass das Cover Car keine Forza Edition kriegt. Nee, hast du nicht. Also es gibt eine Forza Edition. Hat ja eine Forza Edition, ja, aber die bekommt man halt nicht. Also. Ja, eben. Irgendwie hatte ich recht, aber irgendwie. Irgendwann halt für jedes Auto eine Forza Edition. Ja, wenn die ja jetzt noch reinkommen im Nachhinein. Wäre schon nicht. Was für Fail. Ist ja auch nice, weil wir dann extra Tuning und so haben, ne? Also du musst wahrscheinlich von der anderen Seite fahren, weil der fahr mal auf die andere, auf der anderen Spur. Was fahrt ihr denn? Er versucht die Blitzer zu aufhauen. Jetzt zählt mir irgendwie kurz seine 3000 km/h an, glaube ich. Oder? 17.000! Ja, fährst du nicht immer 17.000 km/h? Lol, das ist eine Blitzerzone. Ja, die ist neu. Digga, ey, wie soll ich denn hier diesen
scheiß PR-Stunts fertig bekommen. Digga, was ist denn das für eine Siegesanimation? Weißt du, ich hab die nicht mal alle fertig und die sagen, oh ja, jetzt bringen wir noch mehr rein. Ah, okay. Auf der richtigen Spur geht's. Auf der anderen fährst du 17.000 km/h. Du musst am Anfang einfach kurz auf der anderen Spur fahren. Stonks. Man muss auf der anderen Spur fahren? Keine Ahnung, ob das geht. Hallo. Ich kann es mir aber vorstellen. Spiel. Zum Spielen einladen. No, nee, Digga. Nicht ab. Da habe ich gar keinen Bock drauf, sorry. Ja, okay, das finde ich. Kann ich respektieren. Okay. Ja, ciao, ne? Krieg eh keine Einladung. Ja, er schickt ja auch gar keine. White Horizon Rush Tea. Er sagt zwar, dass er dir eine schickt, aber ne. 996.000 Ecolabs. Acolades. Acolade. Acolade. Mamma mia. Acolades. Acoladen. Ich habe mir auch noch nicht die ganze Kleidung gekauft. Cool. Oh. Was für eine Kleidung? Kam Kleidung rein? Nee, generell ja. Die alte. Aber es kam auch neue Kleidung rein. Ach so. Natürlich. Ist das Ding kam Pinata-Outfit rein. Wait, it is on. Surely they know how my voice sounds now. Wenn's jetzt zum Pinata werden. Zieh ich mal das Wash-T-Shirt an. Man muss ja ein bisschen Leben in seinen Charakter bringen. Ja. Auch mal ein anderes T-Shirt anziehen. Mach ihn echt zwar auch nicht, aber. Ja. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte irgendwas gucken. Ja. So viel zum Thema Rentner, ne? Wir können uns bei Senioren zocken bewerben. 50plus.ch. Hallo, nichts gegen 50plus. 50plus ist wild. Was heißt CH? Schweiz. Schweiz. Oh, also. Ja, da bin ich direkt schon wieder raus. Warum? Weil ich Rassist bin. Ich verstehe, wie kommt man dann. Also er hat es schon so gemeint, aber ihr müsst es nicht so auffassen. Ja. Das ist wie in der Schule, ihr müsst das anders interpretieren. Genau. Ich hab's gerettet. Seid ihr eigentlich dieselbe Person, weil ihr habt gleichzeitig gerettet gesagt. Ja. Cool. Turbo. Let's go. 14 km/h. Ah, geht. Wann kriegen wir endlich diese Wrestling-Outfits eigentlich mal? Oder kriegt man die irgendwie? Die kriegen wir. Oder du meinst diese aus der einen Story? Ach, die kriegt man in der Story. Ich denke mal, dass du die meinst. Nee, ich hab die noch nicht bekommen, weil ich die Story noch nicht gemacht habe. Kriegst auch nicht alle aus der Story. Kriegst du nochmal woanders? Über Accolade kriegt man mal nicht. Ja. Nö. Perfekt. Hä? Kriegst du noch nicht. Warte mal. Outfits. Wo kriegen wir den Pinata-Kopf? Kriegen wir den noch? Ja. Ja. Wann? Das Outfit haben wir ja vorhin bekommen. Ja. Den kriegen wir jetzt danach oder was? Oder nächste Woche? Nächste, übernächste oder so. Oh. Ah, okay. Wheelspin oder Vorsat von Shop kommen die noch. Ja, rein, wahrscheinlich pro Woche ein Teil. Da sind ja 4 Teile insgesamt. Ne? Macht Sinn. Ja. Also das Rote kannst du freischalten schon. Die anderen sollen irgendwann im vorherigen Shop kommen. Ja, irgendwann. Ja, ja. Also mit dem Chauffeur-Outfit in FA4. Hat man auch nie bekommen. Sicher? Ja.
Ich hab's nie bekommen. Ich glaube nämlich, ich habe es mir einfach nicht gekauft, weil ich mir dachte, ist mir egal und später. Ich habe auch irgendwie so den. Also ich habe irgendwie auch so im Gedächtnis, dass man das irgendwie bekommen konnte. Ich meine, das konnte man einfach kaufen. Ich hab's nie gesehen. Das war in der Woche mit den Rennanzügen. Wo die das erste Mal reinkommen mit dem Schwarzen und Roten und so. So. Weil da dachte ich mir so, ach, ist mir eigentlich egal, ne, brauchst du nicht. Und dann dachte ich mir irgendwann, ach, hätte ich mir die vielleicht doch mal gekauft. Wahrscheinlich kamen die jetzt so in den letzten Wochen auch nochmal rein, so. Müsste man eigentlich jede Woche starten, dieses Game. Ja, aber viel zu faul. Ja, im Endeffekt juckt es mich auch nicht, weil ich sehe nie, wie das Spiel. Ja, irgendwann schon, aber mich unter die Outfits nicht, weil ich sie eh nicht benutze. Ja, aber man will ja alles haben. Ja, ich hab quasi alles, da ist mir das egal. Ja, quasi alles ist nicht alles. Dann triggert's am meisten. Wenn wir werden sowieso nie alles haben, weil wir keinen Controller haben. Und keinen OP Edition. Ja, aber in der Papier. Kein Controller, aber es cringe. Ja. Diese OP-Edition war, als ob die das nicht einfach verkaufen, irgendwie auf eBay oder so. Diesen Code dafür. Und safe irgendwie. Und safe. Aber als ob ich dafür Geld ausgeben würde. Ist das, wo du da irgendwelche Kosmetika bestellen musst? Ja. So ein Nagellack oder die du dann aber auch wieder zurückschicken kannst innerhalb von 14 Tagen und trotzdem den Code behältst. Kann man? Irgendwie einer hat das mal erklärt gehabt im Internet. Kann man das auch in Deutschland? Keine Ahnung. Ich meine, ich würde sowas nicht machen, ne? Aber wenn es gehen würde, würde ich es machen. Ich meine, keine Ahnung, dieser OP-Ford. Also für 10 Euro würde ich mir das holen. So Gesundheit. Oder nee, man muss ja sogar im Wert von 20 Euro bestellen, ne? Irgendwie ist das Bild vom 488 Challenge cursed. Der ist so klein. Dann würde ich auch 20 Euro für den Code bezahlen, aber mehr nicht. Der ist es ein Ford GT, der hinten pink und vorne orange ist. Ja, ist mir doch scheißegal, was da ist. Ja, ist es ein Item, was man bekommen kann, was man aber nicht hat? Ja. Aber mir das ist es triggert trotzdem, doch. Ja, aber mir ist es mittlerweile irgendwie egal, ich weiß nicht. Du sammelst fucking alles. Du machst jeder Ecolate. Ja? Ja, aber sowas ist mir dann irgendwann doch egal. Alles klar. Keine Ahnung. Autos sind egal. Du bist einfach nicht, keine Ahnung. Ja, ich bin dumm, aber also, das hat, glaube ich, nichts damit zu tun, vielleicht. Ja. Warum lädt denn das eigentlich nicht? Das weiß ich tatsächlich nicht. Also beim IU lade ich nicht richtig rein, oder? Jetzt aber, okay. So, dann suche ich nach einer Trial. Einer Triangel. Oh. Ja, nach einer Triangel. Mayonnaise auch ein Instrument? Nein. Aber Ketchup. Oh. Was singe ich? Das ist ein Instrument. Wenn du es richtig benutzt. Ach stimmt, hier war ja was im. Da war ja was. Wo? Im Stadion. Ja. Echt? Das habe ich irgendwie komplett verdrängt. So wie deine Depression. Traurig, dass du das verdrängt hast. Wie lässt du immer jeden. Dafür kann ich mich jetzt herfreuen, weißt du? Ah.
Erwartungshaltungsmanagement. Oh, very well backwards. Kannst du mir mal Tipps dafür geben, wenn das nächste Need for Speed kommt? Bei Need for Speed kann ich da auch nicht mehr viel helfen. Boah, wow, wie geil ist das denn, ey? Kriegen wir jetzt noch einen Monster Truck? Wer ist schon ein Lied? Digga, ist es ja halt gefühlt einfach so plus 2, aber ein gut. Ist ja einfach der Lego Stuntpunk. Lego. Vierfache Barrel. Ich würde eine neue Lego Expansion so geil fühlen, ne? Ja. Alter, ich bekomme hier Area nach Area, ich habe 67. Das wird ja so Bock machen, einfach nochmal Lego. Ah, nice Drop Drop, 69. Die ja. Leute haten, ja. Leute haten, ja. Weil sie keine Kindheit hatten. Nein, weil das ja seriös sein muss und gar keinen Spaß haben darf, das Spiel. Ich möchte mit meinem Huracan Evo durch eine normale Landschaft fahren, okay? Mit 50 km/h. Weil das ist, Spiel ist die Realität. Ich frag mich halt, wer das gehatet hat, wenn die Spieler eh alle 12 sind. Das ist stimmt. Wie kriegt man denn nochmal Crash Landing? Was Wreckage-Fähigkeit und Air-Fähigkeit. Zuerst er. Ja. Also wann kommt denn jetzt endlich das Skateboard rein als Auto? Skate vielen gut. Haben wir doch schon viele Stücken. Nicht gut. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, halt dich mal lieber zurück. Ich freu mich auf Skate 4. Fokus. Digga, same, Digga. Suchten wir durch. Wird richtig wild, Alter. Wir suchten das komplett tot. Was no. Suchtet ihr tot? Deine Mom. Nur noch Skate 4 spielen. Wenn es raus. Ja, wenn es halt rauskommt, ne? Also. Wann haben sie das angekündigt? Ja. Vor Dingens. 2020. Jahre. Ja, sind ein paar Jahre. Ich habe kein Problem damit, wenn es nächstes Ich habe kein Problem damit, wenn es nächstes Jahr kommt, wenn es dann halt genauso gut wird wie die vorherigen Teile, ne? Ja, und wenn nicht, dann bist du traurig, ja. Depressiv, bringst dich um und spielst danach wieder Forza. Dann bin ich wirklich traurig, nur, oder? Sie haben ja nur in dem Stream gesagt, dass ein neues kommt. Sollen wir vorher durch Erwartungshaltungsmanagement gehen, Dom? Nicht, ob es in Entwicklung ist, ob es was ist das in der Entwicklung? Ist ja, in der Entwicklung ist es. Das wird sogar schon mal gezeigt. Ja, ah. Die posten immer auf Twitter ein bisschen was. Ja. Die müssen so Torben Tuesday machen. Also so einen auf Rockstar Games haben die jetzt nicht gemacht. Mit, ja, also es existiert ein neues GTA, wo man dran arbeitet. So. Nee. Am Tuesday wäre mal wieder wild für Forza. Und tschüss, der wäre absolut wild. Was war denn das eigentlich? Das mit den Hinweisen, wo wir dann immer da saßen und geguckt haben, welche Autos reinkommen können. Stimmt, dieses Whiteboard, ne? Mhm. Auch als der Eliminator reinkam. Oder als Lego reinkam. Ja. Aber Lego war obvious irgendwie. Hat es nicht irgendjemand geleakt, oder? Ja, Lego hat es jemand geleakt gehabt vorher schon, aber. Lego hat selbst geleakt. Lego hat's geleakt? Nee. Nein, das war der eine, der so einen Tweet gemacht hat mit 4 Sätzen und wenn du die ersten Buchstaben von dem Satz gelesen hast, stand da halt Lego. Jetzt, wenn Lego das juckt, haben die überhaupt irgendwas in Richtung Marketing davon gemacht? Ja, Legos Marketing besteht aus 2 Drittklässlern. War mal Anton. Ja. Also Lego ist echt absolut lächerlich geworden. Ich guck so viel in Held der Steine. Ja, ich guck viel Held der Steine, aber ich find's halt so. Die müssen kein Marketing machen, solange die irgendwelche Lizenzen kaufen. Ja. Solange sie Neukunden haben, die es noch gibt, die man abziehen kann. Aber es gibt Leute, die es gut finden. Ja, da gibt's sogar viele Leute. Weil ich meine, an sich juckt es die Leute auch nicht, egal, die kaufen das so gut ist. Ja. Du musst ja jetzt dich nicht über alles aufregen, so.
Ja, und das Ding Fanboys ist halt. Die Fanboys und so, die. Diese. Ne? Ja, das Ding ist halt, ich bin ja auch nicht, eigentlich nicht überkritisch mit solchen Dingen. Aber wenn ich darüber nachdenke, was ich früher bei Lego, was ich immer noch bei Lego geil finde, dann sind die heutigen Sets halt echt Müll. Und vor allem fucking, damals war es ja schon teuer, aber mittlerweile. Aua. Geht sowieso alles teurer. Ja, aber es ist, also Lego ist schon brutal überteuert teilweise. Es gibt noch ein paar okay Sachen, aber. Keine Ahnung. Dafür gibt es ja gute Drittersteller mittlerweile. Lemmbausteine. Ja. Ich meine, die heutigen Modelle, die bei Technik rausbringen, die man sich nur in die Vitrine stellen soll, die nichts können, haben mehr Löcher als die Technikmodelle, die es früher gab, die wirklich für die Funktion da waren. Das ist halt mehr so. Löcher? Ja, mehr. Wo du einfach durchs Modell durchguckst, weißt du? Okay. So, wo einfach Teile fehlen. Oh, keine Ahnung, Alter. Lego interessiert mich halt einfach gar nicht. Also, finde ich halt nice. Also, damals. Lego ist halt an sich ein geiles Spielzeug mittlerweile. Aber es ist auch gar nicht mehr da. Also, im Endeffekt sind die Sets auch gar nicht mehr so gemacht, wie sie gedacht waren, mal. Dass du die Sachen auseinandernehmen kannst und neue Sachen draus baust. Spielzeug in den Ü-Eiern, das komme ich schon mal. Das ist kompletter Müll geworden, Alter. War es aber auch schon damals. War es auch damals, aber nicht so ein großer Müll. Generell Spielzeug, Digga, aber wer kauft sich schon noch Spielzeug? Ja, das ist schon. So mit 6 bekommen die halt ein PC und gutes. Dann Konsole. Und die Fortnite spielen. Also, keine Ahnung. Wenn ich drüber nachdenke, war es schon chillig damals. So, weißt du, wenn du so ein Kind bist, du hast so dein Spielzeug. Entweder Lego und du baust irgendwas oder machst irgendwas oder Spielzeugautos und machst halt irgendwas. Und keine Ahnung. Ansonsten, heutzutage sitze ich vor dem PC und rastest in COD aus. Gefühlt. So, ja. Hätte ich doch lieber das Alte. Aus. Und damals tatsächlich. Ganz so. Außenwelt ist schon sehr beängstigend. Ich kann es auch mal versuchen zu verfehlen. Es geht wirklich. Hä? Hm? Du kannst am Ziel vorbeifahren. Lol. Wie denn? Ja, rechts an der Kante. Ganz rechts. Lol. Warum? Songs. Ja, Mann, 175.000. Warum kein Search-Emote? Oh, doch. Groß geschrieben. Ich
Stream Elements Leaderboards. Lädt nicht mal. Frech. Der Jam, bester Emote. Ach, ihr habt euren Fokus aufgebaut. Deswegen seid ihr so schnell. Wir haben einfach nur mehr Skill. Ja, wir fahren einfach besser. Ach, nee, warum zieht ihr nur so weg? Sind wir nur so scheiße? Ich hab V-Tag eingebaut. Ich drücke 120% aufs Gas. Ich hab mir den 200% Controller geholt. No. Wo gibt's denn? Hä, hey, du hast den 105, da wo du den 150er gekauft hast. Das ist ein Darknet. Oh. Ja, ein Darknet, das ist, wenn du hier diesen dunklen Modus einschaltest. Ja. Nee, es kam so in so einer YouTube-Werbung. Achtung, dieser Controller wurde verboten, weil er zu gut ist. Ja, das ist keine Werbung, das ist ein Video. Ja, aber es ist auch eine Werbung. Ein Video, das als Werbung geschaltet wird. Und da kommt Mr. Beast. I have a challenge for her. Im Regelfall eine Werbung. Das besteht aus dem Video. Nur ich frage mich, warum Lino so extrem wegzieht. 200% Kontrolle. Ach so. Ob Forza Edition Controller reicht das nicht? Für Forza. Ich hab die Forza Horizon Edition. Auch noch den Forza Horizon Stuhl. Den hab ich. Gibt der Controller, was gibt der Controller dir für einen Boost? Air? Drift? Jeden. Ah, Skill. Den Ultimate Boost. Erfahrung. Ob die das, wie die das beim nächsten Horizon-Teil dann machen, ob sie den Controller dann wieder Horizon-Controller nennen oder Forza-Horizon-Controller oder Forza-Controller oder. Der nächste Teil heißt nicht mehr Horizon. Sondern Forza-Horizon. Einfach nur Forza 6. Ah, shit. Dann gibt's in Forza 6 das Apex Festival. Aha! Und für manche Leute ist es ja eh Forza 5. Ja. Anstatt Forza Horizon 5. Ja, halt, ne? Leute, die nicht wissen, dass auch Motorsport existiert. Und dass Horizon eigentlich nur die Spin-off-Serie ist. Eigentlich. Nur. Die mittlerweile erfolgreicher ist. Jo. Was auch, eigentlich nur ja. Von größtenteils von den Motorsport-Spielern gehatet. Was, Horizon? Also klar, es gibt viele, die beides spielen. Aber okay. Es gibt auch so viele Kommentare, die sagen, stop with that Horizon Bullshit, give us a new Mod. Die meisten Leute, die Forza verhalten, spielen Need for Speed. Ja gut, das schon. Aber nicht viele Leute spielen Need for Speed. Du musst halt so denken, ne? Wie verteidigst du, dass du Need for Speed noch heutzutage spielst? Dann sagst du, ja, Forza mit dem scheiß Tuning und so, ne? Mit der scheiß Grafik. Wann kommt eigentlich das neue Motorsport? Need haben wir wenigstens keine Schatten. In Lied haben wir wenigstens keine Bugs mit Schatten. Ach, Quench, du siehst gar nicht die Emotes von Soft auf, oder? Was ist mit dir eigentlich, Digga? Lösch dich mal. Ja. Wie kann man so cringe sein?
Ja. Hol dir doch mal gute Add-ons. Ja, also wirklich. Nee. Ein Streamer auf Twitch, wie wär's damit? Also wirklich, ey. Wenn du so weitermachst, gehe ich auf Mixer, ey. Mixer gibt es nicht mehr. Mixer wurde von Facebook verkauft. Ist auf Facebook gehen, Digga. S1 wenn du auf dem, wenn du auf die Mixer-URL gehst, dann kommst du auf Facebook. Ja. Ich weiß. Das war unterbewusst, dass ich mich umbringe. Ja, dann. Ey, es war erst ganz. Für einen kurzen Moment habe ich einfach nur nicht nachgedacht und dann dachte ich mir, könnte gut sein. Du, ja, aber nachgedacht hast du trotzdem nicht. Denken fällt mir auch schwer. Denken ist ja auch schwer. Deshalb erst machen und dann nicht drüber nachdenken. Ich starte mal das nächste, ne? Oder braucht jemand? Perfekt. Meisterschaft des S1 Jaguar, was bekommt man in McLaren? Nee, starte mal, ne? Oh. Glück auf. Hallo, hallo Emil. Hallo. Warum hat das Rennen bei mir nicht gezählt? Was? Das Parade Special. Weil du gecheatet hast. Ja. Ich hab nicht gecheatet. Ja. Doch. Du bist der Cheat. Einfach illegal, so gut zu sein. Einfach illegal. Ist das Straße oder? Straße. Ah, ich hätte auch was sagen müssen. Shit. Komm, übertreiben wir mal nicht, ne? Da ist Fluff, du. Ich hab meinen aber nicht aufgefahren. Wow. Och, Twitch, du Bastard. Ich mein, hey, was geht, Bro? Ah, Dommer, das enttäuscht mich jetzt. Halt's Maul. Scheiß YouTube-Streamer. Unge war auch mal ein YouTube-Streamer. Ja, war. War ist das Schlüsselwort. Seitdem Unge nicht mal auf YouTube streamt, ist YouTube wirklich irrelevant geworden. Das ist wirklich so, ne? Ich guck so viel Twitch irgendwie. Neuerdings. Aua! Scheiß Allrad, Dreizylinder, Hybrid. Okay, ich liebe den CX-75 einfach, aber... Ich fühle mich gemobbt hier. Von allen... Dreizylinder? Ja. Wirklich ein Dreizylinder? Nein, schon. War das nicht der E8? Der E8 auch. Aber ich glaube, der hat 4-Zylinder, oder? Hat der CX-75 einen 4-Zylinder? Schon. Ich dachte, es waren 3-Zylinder. Kannst du mal googeln, Luca? 7,5. Ja, ich google. 7,5 Liter Dreizylinder. Ah, tschüss, Bibi. Jaguar 10,5 Plug-in-Hybrid, dankeschön. Echt? Bremsen tut gut, Emil. OP-Taktik. Erstmal Videos angucken, wie fährt man. OP-Taktik, Bremsen. Erstmal Video gucken, wie atmet man. Yu-Gi-Oh! Oh.
550 PS starker 5 Liter AG V8 plus AG VPI. Nee. Das ist V8? Ja. V8? Warte mal, was von was anderes? Nee, Konzept, oder? Nee. Oder warte, ist da ein Unterschied zwischen dem Filmauto? Das kann nicht sein. Weil der V8, der CX-75 aus dem James Bond Spectre-Film steht hier, hat den V8 aus dem F-Type SRO. Lino? Wie macht er das? Moment. Ein Vierteil-Type. Ein Vierteil-Type, ja. Hat sie denn? Ja. Ja, Flotto, was ist denn da? Ihr habt mich ja die ganze Zeit weggerammt am Anfang. Du hast einen Checkpoint, Papa. Oder so. Ja, das kommt noch dazu. Können wir ja nichts für. Den haben wir nicht abgebaut. Aber ihr habt mich weggerammt. Nein. Ich hab niemanden weggerammt, ich war einfach viel zu weit weg. Du hast mich auch am Anfang weggerammt. Nee. Eine optische Täuschung. Oh, muss es jetzt auch noch regnen? Ist doch chillig. Aber das ist schon kein Konzert. Wolltest du diesen Ford als Thumbnail hast? Nee, ich meine das Thumbnail von dir. Ja. Was gewollt? Ja. Ford? Ja, aber ja. Das ist nicht der richtige, ne? Ja, ich weiß, weil ich den anderen schlecht davor Foto machen konnte. Ja, hä, das ist dumm. Ja, ich könnte ein Bild aus dem Internet nehmen, aber... Es gibt doch Bilder aus dem... Ich weiß. Das ist irgendein Video oder Trailer oder irgendwas. Ich weiß. Das ist mir aber egal. Moin. Tschüss. Tschüss. Aua! Aber ey, du gibst dir echt Mühe. Ja. Ich mach mir Mühe. Mittlerweile mache ich zumindest für jeden Stream einzelnes Thumbnail. Und doch, dass es immer noch auf YouTube ist. Auf Twitch müsstest du dir die Mühe nicht machen. Ja, aber ja. Also könntest du ja dieses Bild, was ist, wenn man offline ist, ne? Das könnte man ändern. Ah! Oh. Ja, mein Stream hat auch keinen Bock mehr, weil Dschungel anscheinend. Der Dschungel, das geht bei mir vor klar, die Canyons und die Stadt sind schlimm. Ja, der Dschungel ist am schlimmsten gefühlt. Hä? Steh ich gar nicht. Firefox. Wie kann Firefox, egal wie kann Firefox so ziehen? Kein Sinn. Es ist physikalisch unmöglich, tut mir leid. Ich hab 3 Chips offen. Das hat sich auch aber letztens. Ja, jetzt aber 25%. Es hat bei mir erst funktioniert, als ich den PC neu gestartet habe. Dann hat Firefox wieder normal verbaut, aber davor übelst. Also ich hab nicht mal gestreamt und mein Spiel hat gelaggt. Ich werd einfach zu Chrome. Ja gut, auch das. Auch gut, dass es nichts ändert, wenn ich fließe. OBS verbraucht wieder 63%. Was ist denn das Problem?
Erwägen Sie, Ihre Videoeinstellung zu verringern. Ich erwäge gleich ganz andere Dinge. Hier steht jetzt ein CX-75 mit einem Vierzylinder. 1,6 Liter. Hä? Ja, Vierzylinder, habe ich doch gesagt. Also der aus dem James-Bond-Film hatte ein V8 drin, ja. Aber der schlussendlich Produktion gegangen ist, der hatte, ja, Vierzylinder kann passen. Ich war mir nicht sicher, ob Deutsch 3 oder Vierzylinder. Moment. Ah, lol, man kann so einen Kommentar zur Seite ziehen, dann entscheiden, wie lange der gebannt werden soll. Oder gelöscht werden soll. Okay. Ja? Nein? Doch. Aber E-Mail will ich nicht bannen. Kannst du ruhig. Nee. ach du Scheiße. Warte mal. Das war's wieder, wa? Noch Horizon Arcade gleich. Ich brauche noch was fürs Wochenende. Ja, gut. Oh, Horizon Arcade Wreckage können wir machen. Wreckage. Na gut, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Jo, ich auch. Bis dann und ciao. Ciao. Bis tschüss. Also ich bin bei... Von live. 2 Stunden, ne? Ja, 2 Stunden. Sonst immer so 3, oder nicht? Ja. The next Horizon Arcade Event will begin any minute now. Enjoy! Vorne fährt ein Dommer. Ja. Wo bist du denn? Ich sehe hier beim Arcade in Mullis. So, soll ich da reinkommen? Am besten ja. Ah, ich weiß ja nicht. Was soll ich denn nehmen? Ist eigentlich egal bei Wreckage. Am besten was mit Alchard. Ein RS200, so einer bist du. Boah, ich vermisse, wie hieß denn das nochmal? Wo man über die ganze Map gefahren ist. Wie hieß das? Querfeld Einjagd? Ach so, Freifahrtjagd. Vermisse ich irgendwie, das war geil. Das war ja quasi ein Wegbereiter. Mit anderen Leuten. Ich finde das im Eliminator deutlich nice, muss ich sagen, als im Wegbereiter. Mit Straßen oder so war das drin. Mit Dirt und Kaledanien. Aber auch mit Straßenautos hast du ja. Hat jeder ja die gleichen Voraussetzungen. Kannst halt auf der Straße fahren, wenn du willst. Ne? Aber auch Leute, die haben sich extra Autos für die Straßenevents da gemacht, damit sie in Freifahrtjagd die Punkte raus. Kannst ja einen Hybrid bauen. Nein, so schlimm fuhr es sich dann aber auch. Geräusche. Ja,
Irgendwelche Stimmen. Ich glaube von Luca. Luca. Oh, warte, hier ist ein Kaktus. Niemand bei mir in diesem Scheißhaus. Achso, ja, gut. Hm. Versteh's. Gar nicht auf die Ecke. Wir müssen das so machen, wie die das am Anfang vorgestellt haben. Hier drüben sind welche bei mir. Ich nehme die hier hin. Ja. Hinten bei den Wegen stehen ganz viele. Vor allem, weil ja eh jeder das unabhängig voneinander ist. Ja. Und man will doch selber meistern, aber nicht irgendjemandem Tipps geben, oder? Mir ist egal, wie viel ich hab, außer es ist eine Daily, aber... niemand irgendwas. Du könntest auch niemandem die Vorsorgepunkte und manipulierst am Ende einfach das Team. Genau. Der, ich hatte gerade kurz Code Brown. Ich dachte, dass man die Wand nicht zerfahren kann. Dann haben die Arcades ja nie funktioniert. Deswegen mussten die das fixen. Alles sabotiert. Ja, sie haben funktioniert, nur die Server nicht. Ja. Toll, alles funktioniert im Grunde genommen, aber die Server halt nie. Ja, das Problem ist, wenn es auf den Servern basiert. Gibt's kaum irgendwas zum kaputt machen. Kannst die Stangen an den ganzen Zelten kaputt machen. Die geben Wreckage. Auch wenn die teilweise schweben. Oh Gott. Oh. Wann kommt die Your Winner-Anekdote? Bitte. Nice Cock. Oh, nice Cock Remastered. Was machen wir denn jetzt? Hol uns wieder. Oh, ich werde jetzt fragen. Jetzt erstmal noch ein Eliminator. Mach das. Was steht an Domo? Was steht da Hino? Hi. Hier nicht mal neu starten, ich kann einfach gedrückt halten. Er hat einfach einen Schlaganfall. Komplett in die Luft. Das war Horizon Promo, nicht Hupe. Hast du den Minecraft-Tool geschaut? Nee, Musikgruppen, oder? Nee, die. Oder doch, Musikgruppen, klar. Das andere sind Soundeffekte. Musst du leften, Flop. Es hat gelaggt im Menü. Wo ist denn eigentlich, ja, dieses Ding ist hin? Dieses Kolonnenmenü.
Oder bist du nicht mehr in der Kolonne? Ah, ne, bist du gar nicht mehr. Oh lol, als ob wir gleich die gleiche genommen haben. Warte. Du bist jetzt halt versetzt, geil. Warte. Nein, du musst nach mir. Wann? Nach mir! Ach so, direkt dann, wenn du aufgehört hast. Jetzt. Nochmal. Was gibt's noch so für Hupen? Banjo-Kazooie, die ich da drin hatte. Wir müssen dann gleich starten. Ich habe eine andere. Aber wir können so suchen. Ja, okay. Ich hoffe, wir machen mal Countdown. 3, 2, 1, go. Dass man so viel Spaß mit Hupen haben kann. Komplette Psychose, Alter. Digga, deine Schere, Alter. Die ist der Drop im Beat, okay. Hä, ja, leg die mal. Ich hab den, glaube ich, noch nicht gesehen. Was? Oder? Ja, hat sie schon gelegt. Echt, Mann. Guck mal, wie ich als erstes auf Ding jetzt gelangt bin, aus Versehen auf Twitch. Ich dachte ja, Stream logischerweise auf Twitch, ne? Oha, Digga. Rot ist die, okay, krank. Mhm. Ist die überhaupt in irgendeiner Art und Weise scharf? Kann man damit irgendwas schneiden? Nö. Besser ist, glaube ich, oder? Was machst du damit immer? Nein. Ich muss niesen. Achso, du steckst dir die in die Nase. Gut zu wissen. Geil, ich halte die irgendwie mit so meinem Fuß fest. Frag mich nicht warum, aber. Ah, so. Normal. Classic, ne? Wer nicht? Ich mach das immer mit Schwertern. Oh. So Katanas, die dir schon beim Angucken alles durchschneiden. Genau. Ja, wir haben eigentlich schon in FA4 Mexiko vorhergesagt, die ganze Zeit mit La Cucaracha und Mexican Head.
Haben wir das nicht erst reingemacht, wo Dingens kam? So, das nee, das hatten wir, glaube ich, schon vorher. Also wir hatten es danach, klar, danach hatten wir es auch, aber wir hatten es davor auch schon mal. Ja, also, wir hatten eh jede Hupe schon mal, ne? Das stimmt. Also ich hatte haben wir alles, schon lange dran. Wir haben alles vorher gesagt. Ey, warte, ich hab eine Idee. Warte. No. Change Car. Sparrow. Ich produziere jetzt live krasses YouTube-Video. Was machst du da? Ja, wo bist du? Ja. Gut. Du bist schon im Illuminator. Möglicherweise. Der Eliminator beginnt bald. Wenn die Server klarkommen und es endlich geladen hat. Also nie. Weißt, es ist auch irgendwie geil, dass man diese Forza-Mod-Kacke da einfach im Discord-Status hat. Am besten gleichzeitig noch auf dem Forza-Discord sein und noch Xbox-Account verlinkt haben. Ja. Ist doch eigentlich Stones. Ja. Ich habe 87 ausgelassene Frames. Das eine Bild fehlt noch. Ich hab 0. Ja, keine Ahnung warum. Ich 87 hab aber. Ja, bist halt einfach nicht so krass. Mein Stream hatte ganz andere Probleme als ausgelassene Frames. Ey, ich bin gerade so ein bisschen durch die Autos gegangen. Und dann ist mir so auf einmal aufgefallen, warte mal. Der Wuling sieht komisch aus. Und dann ist mir erst aufgefallen, dass ich das Bodykit drauf hab. Weil ja. Die Kanaten so klein sind. Der Wuling sieht auch komisch aus, aber das ist ja das Geile daran. Ja, aber es ist mir sogar nicht. Ich dachte, ich bin so die ganze Zeit dadurch, dachte ich so, ist halt, dass ich den noch Serie habe, ne? Bis auf das Bodycat habe ich ja nicht so. Und dann sehe ich gerade, nee, warte mal, hä? Doch nicht. Wie viele Leute sollen eigentlich bei Eliminator mitmachen? Lobby geht bis 72, meine ich. Ah, okay. Aber wenn man startet, gefühlt immer bei 50 ist. Ja, das ist aber irgendwie so bis. Also quasi, du hast ja eine längere Zeit, in der Leute beitreten können. Und bis dahin sind schon 10 Leute eliminiert. Deswegen oder geht einfach am Anfang, wieder geläftet. Ja, oder geläftet. Weil wenn du in die Lobby reingehst, dann geht ja manchmal die Nummer an Leuten noch hoch. Oh geil, Digga. Das Stadion. Das Stadion! Mit der Deko. Also Deko, ne? Strichen. Hui. Ja, mit dem Sandpad. Ich glaube, auf dem Eis hätte man mit Winterreifen auch nochmal echt was machen können. Aber. Hä, wo ist denn hier der Wagen, Alter? Mitten in der Rampe? Da ist mitten in der Rampe ein Wagen, ne? Nee. Unter der Rampe. Ganz weird, Digga. Ah, ich soll mir wieder eine richtige Hupe reinmachen. Eine richtige? Ja. Wie viele Ecolites hast du jetzt, Leno? 996.450. Digga, dieser Lass mich ran, du hast 950. Ich hab 997.550. Warte mal, hä? So, warte mal, die ist ja klar. Hä?
Warte mal, 97.550. Ja. Das heißt, ich müsste 50. Das heißt, ich brauche 500 Punkte irgendwo. Hä? Was hast du denn gemacht, was ich nicht gemacht habe? Wenn wollt, habe ich alles außer die Autos. Moment. Ich habe vielleicht irgendeinen PR-Stand übersehen oder so, I guess. Achso, gibt's beim Stadion eigentlich so ein Event-Dingen, was dann nur im Stadion begrenzt irgendwie was macht? Gibt's das eigentlich? Ja, sehe ich gerade. Ah, okay, die hast du, die ich nicht hab. Smash 15 Bowling Pins, 3 Crash Landing Skills, ja. 3 Railroad Skills. Ja, gut. Ich muss schon wieder niesen, Alter, was ist denn das? Du musst niesen, aber du niest nicht. Ja, ich kann, also ich muss, aber ich kann nicht. Ja, ja, dann mach's doch, wenn du so musst. Er ist krank. Ja. Er ist krank im Kopf. Aber er wird auch krank. Wenn er krank ist, kann nicht krank werden. Nee, Lino war das letzte Mal krank, wo wir da auch krank waren. Alle, ne? Ja, im Herbst. Ich war nicht krank. Ja, aber du wurdest danach krank. Ja. Das war geil. Alle ließen irgendwas mit krank im Discord. Mhm. Ah, 69 Areas discovered. Nice. Evolving World. Kann dieser Strandpark nicht einfach immer hier bleiben? Sind das eigentlich Teile, die man sonst auch alle platzieren kann? Ja. Ja, diese Rampen mit den Pfeilen drauf nicht. Die sind neu. Aber die kann man auch platzieren. Die gibt's nicht. Doch. Ach, ja. Doch, die sind neu, glaube ich. Im Editor drin halt. Und generell, du hast ja auch gesagt, dass diese Sachen im Editor reingekommen sind, oder nicht? Außerdem ist das ja eigentlich nur ein Retexture mit etwas dünnerer Dings von der normalen Rampe. Eigentlich wollten sie das schon immer machen, mit den Sachen hinzufügen in den Editor, aber sie kamen nicht hinterher. Und jetzt haben sie halt viel nachgeholt. Kann man zum Beispiel Weihnachtsbäume hinzufügen. Kann man auch Sachen entfernen oder geht das immer noch nicht? Nee. Warum auch die Map anpassen, die da schon ist, ne? Wenn mal ein paar Bäume oder so ein bisschen nö. Aber hier sagen, dass wir angeblich die Möglichkeiten haben von einem Indie-Klamm. Dass wir jetzt nicht terraformen können, macht Sinn. So ein bisschen, aber. Mein Gott, so ein paar Objekte entfernen, ist glaube ich auch nicht so das Problem. Aber vielleicht kommt das ja noch. Die kannst du später entfernen. Häuser nicht, ne? Nee. Nur so Schilder und Objekte vielleicht. Bitte. Machen wir auch für eigene Rennen teilweise. Was mir in FA4 nach 2 Jahren aufgefallen ist. Der Moment der Realisation war echt geil. Ja, weil ich hab da irgendwie so richtig drauf geachtet, aber dann so, hä? Ich kann die Strecke ja gar nicht so im Bildraum nachfahren. Das geht ja gar nicht. Oh.
einfach so Undergrounds, weil es halt geht, wenn man auf Strecken fährt, die gar nicht da sind. Auf Railroad. Das wird immer nix. Oh. Was wird nichts? Force of Distraction. Accolade. Wieso? Was? Das war Crash Landing? Und das nicht? Was ist denn hier? Der Drop? Bist du etwa schon offline auf Twitch? Ja. Ach, hast aber nichts gesagt oder hast du dich gemutet? Oh. Ich hab mich gemutet. Aha. Hier liegen noch. Das ist eine neue Rampe. Genauso wie die hier. Ach so, ja, aber die sind. Das sind doch nur Retextures von der alten. Ja, von der hier. Aber das sieht scheiße aus. Ja, aber es ist kein in dem Sinne neues. Es ist halt eine fucking Rampe, ne? Es sieht besser aus. Ja, es so, sieht Rampe besser aus. Das stimmt mich auch zu. Nur ich dachte, ich hätte irgendwas anderes noch verpasst, was hier ist, aber. Ich glaube, du hast so einiges verpasst. Ja, gut. Gibt's noch Schönes? Ah, die neuen Flaggen sind. Das stimmt, ja. Gab einiges im Editor, aber ich habe das irgendwie letztes Mal benutzt und da ist mir aufgefallen, da gibt echt viele Sachen. Die ganzen Christmas-Sachen. Den hier. Eliminator, voll spannend. Spawn Card Drops eigentlich noch im Nachhinein? Jo. Ja. Jedes Mal, wenn die Zone kleiner wird. Ah. So. Arrive to the Green Dawn Sandpot. Hä? Bin ich doch. Spawn dann alle komplett neu oder? Kommen welche hinzu? Die verändern sich dann alle, oder? Ich glaube, die können noch despawnen. Oh. Ja, die despawnen nochmal zurück. Ich war doch in der grünen Zone, hä? Was heißt das jetzt für mich? Wenden. Das Navi, die ich gern gewendet haben möchte. Navi will mich einfach nur fertig machen. Ah, die Arena wird kleiner, ja. So wie meine Sicht. Oder es würde noch fetter eingeblendet werden, wenn ich hier durch den Dschungel fahre. Heißt, gegen Baum gefahren. Gönn. Oh, ich bin auch gegen den Baum. Hat das bei dir funktioniert mit der Green Accolade? Ja. Na, RIP. Egal. Schön noch aus der Zone rausrammen. Hast du
versucht, die Sachen, also die Ultimate Air Skills außerhalb von der Green Zone zu machen. Also keinmal die Green Zone zu betreten. Wollte auch schon. Hast du die Area vorher schon discovered gehabt? Ja. Ist alles fertig. Oh lol. Ah, okay, jetzt hat's gezählt. Vielleicht weil ich schon erst später gelandet bin oder so. Three Crash Landing Skills. Das kann ja lustig werden. Versuch die Ecolade für Sunpark. Mhm. Vor allem, wo eine Story in der Playlist kommt. Obwohl also, eines so. Wo sind diese ganzen Echolates? Aua. Also, die ihr gerade macht. Wandelnde Welt. Ah, Welt im Wandel. Oder so. Ach, warte mal, ist das für die Season? Ja, generell. Die Serie? Saisonwechsel. Okay. Kommen immer neue hinzu. Hinzu? Ja. Oder werden die ersetzt? Nee, komm hinzu. Komm hinzu. Da, wo, das sind die, wo auch drin steht, dass du alle Autos sammelst von jeder Serie und so. Okay. Ich blick bei dem Game gar nicht mehr durch. Wie ist denn das jetzt mit Storys? Welche fehlen mir noch? Och, sind ja gar nicht viele. Ah, ich muss erst landen. Stimmt. Ich habe noch 6 Stück. Ich kann dir diese. Irgendeine Ecke hat einen guten Sprung dafür, dass du in Bowling Pins reinfliegen kannst. Blau ist ganz gut. Wenn man jetzt noch Skill hätte. Was ist das? Meine Fresse. So, hab ich. Eine Sekunde, das. Digga, wie ich den Bowlingpin umgebracht habe. Du hast ihn umgebracht, so als ob er leben würde. Digga, ich habe einen 360 in der Luft gemacht, bin rückwärts in ihn reingesprungen, habe ihn auf den Boden zerquetscht und ihn zur Seite weggejietet. Ja, aber es ist ein Bowlingpin, ne? Der lebt nicht. Ja, ich weiß, aber. Ja, komm. er existiert mehr als Anton. Ja. Aber es heißt ja nichts. Ja, aber es heißt etwas. Nee, nichts. Hallo, das ist Bowling-Pin-zistisch. Ja. Ah, Nana ist hinter mir. Aber Bowling-Pins können kein Twitter nutzen, daher kann ich sagen, was ich will.
Ja, aber auf der anderen Seite, viele andere Sachen können auch kein Twitter nutzen. Es gibt auf Twitter Leute, die sich drüber aufregen. Ja gut, stimmt. Ja, das ist ja das Problem, dass andere Leute, die da nichts mit zu tun haben, darüber reden. Ganz vergessen. Weil die Leute, um die es geht, das juckt die meistens halt gar nicht so wirklich, ne? Tatsächlich nicht. Ja. Aber nein, ist ein Problem. Ganz wichtig. Das haben weiße, hobbylose Menschen entschieden. Erstmal stuck sein. B. Ich würde sagen. 200.000 easy. Ich würde sagen, das war's für den Stream. Hallo. Das ist aber, hallo. Das geht so nicht. Hallo. Du musst die 3 Stunden voll machen, ja? Nee. Nee, eigentlich nicht. Du musst extra Content bieten. Nee. ja. Fällt gerade auf, 2016 hat Akrapovic schon die Idee. Egal. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Nächste Woche, während mein Auto sich mit dem Stuntpark vereint oder so. Deswegen würde ich sagen. Ich wollte es Twitch-freundlich ausdrücken. Alles klar. Deswegen sehen wir uns nächste. Was für die Abmord machen? Nee. Okay. Nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Nee. Tschüss. Tschüss.